Die sogenannte Hotspot-Analyse oder ja, schlicht und einfach auf Deutsch gesagt die Quellenanalyse. Hier geht es dann darum, dass man für bestimmte Themenbereiche die Hotspots oder die Hauptquellen, die hauptrelevanten Quellen erstmal identifiziert. Da fängt man erstmal an, dass man einen Suchterm anlegt, beispielsweise zu Otto, wie wir vorhin gesehen haben. Und einfach mal die Daten erhebt von der letzten 12 Monate und schaut, Mensch, wo wurde denn besonders viel, auf welchen Seiten wurde denn besonders viel gesprochen. Und diese Monitoring-Tools, das bieten in der Regel eigentlich auch alle an, kann man zum einen nach Beitragsaufkommen ranken, man kann sie aber auch nach Vernetzungsgrad ranken. Da geht es dann beispielsweise um die Anzahl der Backlinks oder viele Anbieter haben auch einen eigenen Relevanzscore definiert, auf den man dann auch noch Einfluss nehmen kann, dass man sagen kann, Mensch, das ist mir aber wichtiger als jenes für dieses Thema. Sodass man erstmal eine Vorstellung hat, wo wird denn eigentlich über dieses Thema besonders viel gesprochen. Jetzt haben wir hier mal eine Analyse gemacht zum Thema DOB. Ich weiß nicht, vielen von Ihnen mag das kein Begriff sein, das ist bei uns ein Fachbegriff für die Damenoberbekleidung. Und hier haben wir einfach mal geschaut, auf welchen Seiten wird eigentlich zu dem Thema Damenoberbekleidung im Netz besonders viel gesprochen. Da haben wir so einen Suchterm angelegt, der dann Begriffe enthält, die Damenoberbekleidung repräsentieren, wie beispielsweise Bluse oder Blazer und so weiter und so fort. Hört sich jetzt relativ einfach an, muss man aber ziemlich viel Arbeit reinstecken, um so einen Suchterm dann zu erstellen. Und das Gleiche haben wir gemacht, einen Suchterm erstellt mit diesen Begrifflichkeiten in Verbindung mit Otto. Und dann haben wir eine Matrix gebaut, jetzt einfach mal mit den 7 Top-Quellen. Ich möchte das einfach nur mal illustrieren, was man da so machen kann. Da sehen wir beispielsweise, dass die Seite Stylefoods eine Seite ist, auf der besonders Social Media zum Thema Damenbekleidung gesprochen wird, hinsichtlich Beitragsaufkommen. Da geht es jetzt noch nicht um Vernetzung oder Aktivitätsgrad der Nutzer, sondern wirklich reines Beitragsaufkommen zu diesen Schlagworten. Und erfreulicherweise wird auf diesen Seiten auch in Verbindung mit Otto am meisten gesprochen. Wir haben hier aber auch auf der Seite beautyjunkies.de oder glamour.de, also das Forum von Glamour.de, da sehen wir einfach Nachholbedarf. Da wird viel über das Thema Mode gesprochen und wenn wir in Social Media zum Thema Mode präsent sein möchten, dann sollten wir auf dieser Seite möglichst auch kommuniziert werden. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, da muss dann sich das Marketing natürlich überlegen, welche Strategie da am sinnvollsten ist, dass man da halt auch nicht so ein plumpes Marketing dann macht. Aber es ist einfach mal interessant, auch fürs Marketing zu sehen, wo ist da eigentlich die Kommunikation und wo stehen wir eigentlich mit unserer Marke dann hinsichtlich dieser Kommunikation.